Hallo, herzlich willkommen bei der Folge noch frische Masche mit Madame Mark auf der frischen Karte. Es geht weiter. Und immer noch weiterer Tag ohne Internet. Ja, könnte es auch nicht ändern. Es ist so, wie es ist. Ich hoffe natürlich seelisch, dass wir es heute Abend oder nach heute Abend noch wieder kriegen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Würde ich morgen arbeiten, Alter, weil es nicht genau ist. Ich mache erstmal eine Staffel runterladen in der anderen, wenn ich in der Firma bin. Damit habe ich einen ganzen Tag Internet. Da kann ich mir das erstmal den ganzen Tag, würde ich mir erstmal eine Staffel runterladen. Und dann könnte ich die abends gucken. Falls wir, also die sagen ja Montagabend, ich denke auch, das klappt Montagabend, aber umso früher, umso besser. T7 steht. Haben wir hier den? Ja, hier haben wir den Kurs ausgemacht. Deswegen wahrscheinlich. Dürfen wir vielleicht nur den Dingskurs. Dürfen wir nur den Autodrive-Kurs ausmachen, den Cosplay-Kurs nicht. Also natürlich auch gut zu wissen. Und wir müssen jetzt gleich eh wieder zum Hopfen. Obwohl wir fahren da eh hin jetzt. Da wird er jetzt eh mehr streuen, von daher. Auf geht's. Müssen wir auch gleich mal gucken. Eigentlich müsste mit dem Miststreu auch Kompost streuen können. Das könnte man gleich mal eigentlich gucken, ob der auch Kompost streuen kann. Ja, kann auch Kompost streuen. Top, weil Kompost haben wir auch wie Sand am Meer. Marvin Devine. Da habe ich ja noch gar nicht dran nachgedacht, dann könnten wir theoretisch auch Kompost streuen. Also wie viele Folgen haben wir gemacht? 550? 600 schon? Das fällt mir jetzt erst ein, Alter. Mein Gott. Ist natürlich schon ein bisschen belastend. Jetzt können wir echt Kompost streuen. Das ist eine richtig schiere Idee. Das ist ja richtig praktisch, Kompost zu streuen. Und das Zeug haben wir wie Sand am Meer. Ja, nicht ganz so viel, aber doch schon einiges. Bah. Alter, dass mir das jetzt erst einfällt. Vermisst haben wir nicht mehr ansatzweise so viel. Können wir mal gucken, wenn der Star was denn hat. Ich denke nicht mehr viel. Vielleicht noch ein. Ah gut. Vielleicht auch noch drei Miststreuer, die wir da rausholen können. Kuh-Schweinestall, da wird nicht mehr viel drin sein. Das lohnt wahrscheinlich nicht. Ah gut. Hier sind noch 182.000 Liter, aber ich weiß nicht, wo die immer hin sind. Die kriegst du zumindest nicht raus.
Das ist ja voll praktisch. Können wir auch nachher. Alter, dass mir das jetzt erst einfällt, da komme ich noch nicht drauf klar. Wir können ja auch Kompost streuen. Das ist eine voll geile Idee, Alter. Da komme ich noch nicht ganz drauf klar, Alter. Warum schreibt ihr das nicht in die Kommentare, Alter? Hätte schon so einige Probleme gelöst. Wir können ja Kompost streuen. Mann. Das ist ja voll praktisch. Da freue ich mich jetzt echt gerade so ein bisschen drüber. Das ist eine voll gute Idee. Das ist echt total geil. Das Kompoststreuen können wir auch dann richtig gut 46 schön machen. Mit Autodrive und Cosplay. Weil wir haben ja einen festen Aufladepunkt dafür, das ist ja voll praktisch. Die Zuckerfabrik hat doch Kompost wie Sand am Meer. Oh. Da müssten wir gleich eigentlich mal Spaß machen, mal gucken, wie viel da wohl drin liegt. Das dauert natürlich dann ewig. Aber mein Gott. Das ist ja dann schon fast egal. Aber wir können gleich mal gucken, wie viel Kompost Feld 46 überhaupt braucht. Und gleich leer sind, können wir erstmal kurz eben gucken. Obwohl, wir fahren gleich einfach zur Zuckerfabrik hin und einfach mal einen Wagen. Gucken, was passiert, was damit, was er macht und so weiter. Die Idee gefällt mir noch richtig gut, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Natürlich müssten wir von dem Zeug da auch so viel liegen haben. Dass wir uns da theoretisch überhaupt keine Probleme drüber machen müssen. Hm. Ja, wir fahren jetzt erstmal zur Kompostfabrik. Zur Zuckerfabrik. Ah, der 7310, ja, das hätte ich. Gucken wir auch hin. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob die Zuckerfabrik, ob ich dann aufgeladen kriege. Dann ist der halbe Tag schon mal gerettet. Oh. Die Idee gefällt mir immer noch. Na, ich habe hier auch einen Aufladepunkt, den kann ich ja ganz entspannt nutzen dafür. Ist er überhaupt Feld 46? Ist Feld 64. Halbe Million.
Das ist ja voll praktisch. Gibt's es Locken? Wir müssen mal gucken, wenn wir jetzt spulen. Ich weiß ja nicht, ob das Feld heute reifen oder morgen. Ich gehe ja von morgen aus. Ob wir dann nicht vielleicht sagen, komm, fahren vielleicht doch mit Geraste dahin. Dürfte eben hier vorne anfangen oder hinten? Nein, er fährt hinten. Ich glaube nicht, dass das Feld heute reif wird. So dass man theoretisch überlegen könnte. Da wollte ich nicht hin. Man da nicht sagt, man fährt vielleicht doch Gereste dahin. Weil da kann ich halt mit meiner Geras-Kolonne hinfahren. Das geht natürlich bedeutend schneller. Und wir hätten halt Backup immer noch Kompost, theoretisch. Ich würde vorschlagen, wir gucken einfach, wie viel Material, wenn es wirklich so ist, dass wir es geerntet haben. So, mein Gott. Wenn wir es im Endeffekt abgeerntet haben, dann gucken wir, wie viel wir haben an Gärreste und oder Gülle oder vielleicht auch alles. Es muss ja nicht alles nur Gärreste sein, kann ja auch Gülle sein. Da denke ich mal, wenn wir wirklich jetzt noch einen Tag weiter sind, dann haben die BGAs auch beide genug zusammen, dass wir sagen können, komm, wir fahren doch Gärreste da hinten hin. Weil ich denke, da werden wir dann auch 3 Zubringer brauchen. Und dann alles, was rund um die Fabrik ist, könnten wir theoretisch mit Kompost fahren. Theoretisch. Oder alles, was wir im Endeffekt sonst so überhaben. So wie jetzt die Flächen hier hinten, die kannst du hier super mit Kompost fahren. Also da bist du ja so nebenbei. Das ist ja theoretisch so praktisch. Aber da brauchst du dir ja keinen Kopf drum machen. Das Zeug liegt ja gefühlt direkt daneben. Zumindest den gleichen Effekt. Ein Gefühl verbraucht sich das ähnlich. Weil das ist ja auch immer wichtig. Ich werfe die ganze Zeit einen Blick auf mein Handy, ob dann das Internet wieder kommt. Entladen werden. Ja, ja. Der eine Wagen war jetzt auch nur Test, wir holen nachher trotzdem weiter Mist.
Es war jetzt nur gerade zum Testen, ob es auch wirklich klappt, ob der Mischstreuer das nimmt und ob das so funktioniert, wie ich mir das gerade so vorgestellt habe. Aber es hat natürlich, das ist natürlich optimal und ich bedanke mich jetzt erst wieder ganz herzlich fürs Zuschauen, denn wir sind leider schon wieder fertig. Wir sehen uns morgen wieder. Weitere Folgen auf Frische Marsch. Bis dann, Akku. Tschüss.